Herzlich willkommen zurück zu meinem Wing Commander 4 Let's Play. So. Soll das Ding hier auch mal wieder weitergehen? Eigentlich. Und hoffentlich funktioniert das auch alles. Mal gucken hier. Ich glaube, es stand nur die nächste Einsatzbesprechung vor und dann geht es auch schon wieder ins All. Und ja. Ich spiele das vorerst erstmal mit Tastatur weiter, weil Joystick installieren und ich weiß nicht, ob das auf Windows 10 gerade geht, so einfach und so weiter und so fort. Ich will halt gern weitermachen. Ja. Videos haben immer eine gewisse Wartezeit und dann läuft's aber. Sehr schön. Schön, Sie wieder da zu sehen, wo Sie hingehören, Captain. Sie wissen doch, Colonel, das habe ich nur Ihnen zu verdanken. Aber nun zur Sache. Um weiteren Angriffen der konföderierten Schiffe aus dem Weg zu gehen, wird die Intrepid versuchen, durch diesen Nebel aus dem System zu entkommen. Ich will, dass Sie und ein Flügelmann vorausfliegen und das Gebiet von Feinden säubern. Haben Sie verstanden? Zu Befehl, Sir. Viel Glück. Tja, dann wollen wir mal gucken, wa? Ob keiner guckt oder was. Ich habe diese Stormfire von einem zerstörten Piratenjäger abmontiert, den wir reingeholt hatten. Ältere Technologie, aber trotzdem nützlich. Feuert einen Haufen kleiner Projektile mit niedriger Dichte, dafür mit sehr hoher Geschwindigkeit. Erfasst dein Ziel und los geht's. Piccolo, die Reichweite nicht zu kurz, würden wir sie heute noch benutzen. Versuch's mal und sag mir, wie es geht. Jawohl, ja. Ja, ich nehme erstmal diesen fetten Laser. Primate ist dann jetzt auch wieder am Start. Der ist ja vorher schon geflüchtet. Fahnenflüchtig hier. Ja. Keyboard passt soweit. Okay. Ja, Ace, weiß ich nicht, ob ich das. Oh weia. Aber gut. Wir probieren das mal. Wie das sich so macht hier. Wir haben Gesellschaft. Aber nicht sichtbar. Ah, ja, genau. Aber dann kommen sie, ne? Nebel hier. Ah, Excalibur, ey. Klasse, ey. Oh, shit. Oh, Mann. Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst wegen seiner Leistungen im Kilrathi-Krieg als Held, hatte aber vor kurzem die Konföderation verraten und war zu den Truppen der Grenzwelten übergelaufen. Das ist eine Scheiße. Ja, replay the mission. Mission Impossible. Da muss ich wohl mal erstmal wieder den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runterdrehen, weil das ist ein bisschen zu krass. Mit dem Ding hier gegen der Excalibur, das ist mal so gar nichts. Der Teil war im Allgemeinen irgendwie auch schwieriger. Wir haben Gesellschaft. Was auch daran liegt, dass es irgendwie halt lösen und feuern. Schneller läuft. Mit denen verhandeln. Ja, dass es schneller läuft, weil mehr FPS am Start sind, weil das nativ auf Windows natürlich besser läuft, ne? Verdammt, das sieht nicht gut aus! Dachte ich mir schon, ein Anfänger! Ja, wie, jetzt hat's meine Flügelmann jetzt schon zerrissen? Oh Mann! Ich weiß auch nicht mehr, wie man das machte, dass man die Raketen
Man konnte doch irgendwas da rauslassen, was die Raketen abwehrt. Ich gebe jetzt natürlich mal diesmal nicht direkt auf hier. War das E? Ja, mit diesem oben rechts, was da D runterzählt, dann. Ich hoffe, die 15 reichen diesmal. Mal schauen, wie das jetzt läuft, ja? Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Vielleicht habe ich dem ja aus Versehen eine Rakete reingedrückt. Sieht so aus. Mein Ziel zerstört. Weil jetzt läuft das deutlich besser. Yeah. Bam. Oh, wenn das so weitergeht, dann ist es doch nett. Dann muss ich nicht auf dem absoluten Anfängerschwierigkeitsgrad weitermachen hier. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Kenn ich doch. Wir haben gesehen, weiß ich doch. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit wo sind sie? Na komm schon. Ah, diese verdammten Arrows. Oh shit, ey. Von wegen. Wie du siehst, mache ich mal Feierabend hier mit dir. Boom. Lass mal meinen Flügel mal eine Eile. Geh mal eine Rakete rein hier und tschüss, Feierabend. Ich glaube, da kommt noch wer, wa? Ich kann mit L noch nicht meinen Kollegen anvisieren. Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Ja, war klar, dass da noch was nachkommt. Mein Ziel zerstört. Aber der Primate ist echt gut. Der regelt das. Ja, da hat man bei ihm das Klick-Klick-Klick gehört. Für die Raketen. Mein Ziel zerstört. Oh, mit einer Mine, ja? Oh, hat die Rakete ihn doch gekriegt. Blam. Oh, läuft doch ganz gut hier. So macht das Spaß. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Hier wird nichts verhandelt. Hier wird nur gekillt. Wir sind im Krieg. Oh, diese Excalibur, ey. Scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah. Oh no, ey. Ha. Und zack, bin ich die Rakete los. Ja, dann drauf hier. Jo. Mission abgeschlossen. Bisschen schwierig, aber geschafft. Soll ja auch ein bisschen fordern, ne? Soll ja ein bisschen spannend sein, wenn ich hier, ja, ich flieg da rein, puff, puff, puff und weg. Ja, diese Untertiteltexte, die auf Deutsch zu kriegen, das weiß ich nicht. Irgendwie kriege ich das nicht mehr hin. Okay, gute Arbeit, Colonel, aber die Pläne wurden geändert. Wir entdeckten einen völlig neuen Jump Point, den unser Schiff in seinem jetzigen Zustand leichter bewältigen kann. Und jetzt können sie landen. Ja dann. Auf geht's. Wollen wir landen? Wollte ich mal sagen, speichere ich das mal eben ab. Zap. Gibt's bestimmt ein paar nette Videosequenzen, die wir uns noch erstmal angucken. Flyers, was gibt's denn hier? Der alte Knabe weiß, was er tut.
Hier sind sie. Ja. Sie sehen aus wie eine Katze, die gerade einen Vogel samt Federn verschluckt hat. Vielleicht habe ich das ja auch. Die Jäger, mit denen ihr Jungs zu uns geflogen seid, das war eine leckere Mahlzeit für mich. Ich verstehe Sie nicht. Hab gerade alle Ersatzteile ausgebaut. Ich wusste, dass es mit ihm Ärger gibt. Nun, er hat was drauf. Ja, würde ich mal sagen. Was? Hoffentlich bauen Sie damit was Anständiges, Pliers. Darauf können Sie wetten. Britzel, Burzel, Bratzel. Ja, was haben die Jungs hier? Na, das läuft noch nicht so ganz rund hier. GOG. Fantastisch. Willkommen im neuen Schlafquartier. Ich habe nie was von einer Luxusunterkunft gesagt. Nichts für ungut, Sir. Aber wie können Sie jetzt Witze reißen? Gerade war ich noch ein Konföderiertenpilot. Jetzt mache ich Jagd auf Sie. Was ist nur los? Was machen wir hier? Alles zum Besten wenden. Und an welche Regeln soll ich mich halten? Das Leben spielt sich nicht im Flugsimulator ab. Regeln ändern sich. Das müssen Sie möglichst schnell lernen. Hoffentlich war die Entscheidung nicht falsch. Wenn den Konföderierten gestattet wird, die Grenzwelten anzugreifen, dann wird's hier unangenehm. Das ist noch milde ausgedrückt. Manchmal ist die Stimme im Innern wichtiger als die Farbe der Flagge. Wir halten uns an die Leute, denen wir vertrauen können. Und Eisen ist einer der wenigen. Jo. So ist das. Nein, das Rauschen, das ist hier Menü-Sound so. So, nächste Einsatzbesprechung, da werde ich vorher nochmal speichern. Weil das habe ich dann im nächsten Teil vor. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß dran.